Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Summoners War. Heute mit einem anderen Thema mal als sonst immer von meinem Account aus. Also wir sind ja trotzdem irgendwie bei meinem Account, aber auf einer anderen Seite, wie man sieht bei T-Crone. T-Crone hat mich im Facebook angeschrieben und mich sozusagen gefragt, ob ich mal auf seine Seite gucken kann und ihm vielleicht ein bisschen helfen kann, damit er weiter vorankommt. Seine Monster angucke, sage, ja, das Monster ist gut, das ist eher weniger gut, das ist nützlich, die und die Runen und so weiter. Das werde ich auch heute tun, das werde ich jetzt tun. Genau, wir gehen jetzt mal auf seine Monster und gucken uns mal an, was er so hat. Also er hat Ikaru, da kann ich schon mal sagen, ist für den Anfang auf jeden Fall sehr gut. Später eher weniger zu gebrauchen, also ich würde ihn nicht irgendwann dann natürlich höher machen als 5 Sterne. So, gehen wir weiter hier zu dem Hai. Kurierhai ist ja neu an sich und mir gefallen seine Fertigkeiten auf jeden Fall. Aber zu den Fertigkeiten später. Also auf jeden Fall aufheben und auf jeden Fall hochpushen. Dann haben wir hier Epikon-Priester. Epikon-Priester, auch ein Top-Monster, was man auch später gut gebrauchen kann. Sehr gut sogar. Manche, nicht alle, aber viele haben die Epikon-Priesterin bis heute nicht, obwohl es ja nur ein 3-Sterne-Monster ist. Also auch gut zu gebrauchen. Die Fee. Die Fee, muss ich wiederum sagen, ist nicht so nützlich irgendwann mehr, meiner Meinung nach. Die Fee in Licht ist besser. Die Fee in Licht, sage ich auch nachher noch was von, wo der T-Crone die Fee in Licht bekommen kann. Dann gehen wir weiter zu Inferno. Inferno ist ein sehr super klasse Monster für ein 3-Sterne-Monster, was man auch gut und gerne auf 5 irgendwann bringen kann. Also würde ich hier schon mal wirklich auf Priorität legen, dass ich den hier als nächstes auf 4 Sterne mache. Es ist auch zum Teil der einzigste Angreifer, den er so direkt hat. Deswegen auf jeden Fall Priorität draufsetzen. Dann hier haben wir den Höllenhund. Höllenhund ist geil, wenn er erweckt ist, weil er dann den ATK-Wert, also den Angriff, hochsetzt für die ganzen Verbündeten, die mit ihm kämpfen. Deswegen auch für den Anfang echt geil. Und ja, so, der Rest wollen wir uns mal angucken, ob er vielleicht noch irgendwie was hat, was vielleicht ganz man gebrauchen kann, nützlich ist, wie auch immer. Da hätten wir zum Beispiel jetzt schon mal einen. Und das wäre hier der Kriegsbär. Ramagos. Ramagos ist ein Spitzenklasse-Monster, mit dem auch wirklich sehr gute Spieler Probleme haben können. Wenn Ramagos richtig gut geruht ist und wirklich dann auf 6 Sterne ist, ist er wirklich ein Killer. Siehe an den Fertigkeiten, die er hat. Die eigentlich jetzt schon? Nee, ich glaube, die hat er erst, wenn er erweckt ist, genau. Hier diese erweckte Fertigkeit, die er hat. Greift einen Feind an und fügt ihm die Menge an Hab, die du verloren hast, als Schaden zu. Du gewinnst eine Extra-Runde, wenn der Feind stirbt. Ist nämlich richtig geil mit dieser anderen Fertigkeit, die er hat. Das heißt ja, wenn er stirbt, kann er halt eine andere Fertigkeit noch benutzen, sage ich mal. Er wird 1000-mal angegriffen, benutzt diese Fertigkeit, die ich gerade vorgelesen habe, und danach benutzt er dieses hier, Kauern. Stell 30% deiner HP wieder her und erhöht die Verteidigung 2 Runden lang. Ist richtig geil. In der Zeit kannst du wieder komplett voll machen, Ramagos, ja, also HP wieder hoch. Und das gleiche Spiel fängt wieder von vorne an. In den meisten Fällen, wenn er diese dritte Attacke macht, die er jetzt nicht hier hat, weil er muss erst erweckt werden, um diese Fertigkeit zu bekommen, stirbt der Gegner. In den meisten Fällen, nicht in allen, ja, aber in den meisten Fällen, wenn er wirklich einen hohen HP-Wert hat. Also auf jeden Fall diesen Kriegsbär hoch pushen ohne Ende und in die Def von der Arena setzen. Auf jeden Fall. Aber dass sich das lohnt, würde ich ihn schon erstmal auf 4 Sterne hoch machen. So, wen haben wir dann noch? Na gut, die würde ich jetzt erstmal nicht zur Priorität legen, weil sonst ist es vielleicht etwas zu viel. Aber wir gehen jetzt mal wieder vor zu den anderen Monster. Runenvorschläge für die Monster, wo ich gesagt habe, alles klar, die sind nicht schlecht, die kannst du behalten. Die werden dich auch voranbringen. Also die brauchst du nicht opfern oder irgendwas. So, das ist hier, wie gesagt, der Ikaru. Ikaru hat ja diese Fertigkeit, diese Fähigkeit,
setzt die Verteidigung zwei Runden lang vom Feind herunter. Richtig geil, dafür brauchen sie viel ACC. ACC, also wichtig für Ikaru. So, die zweite Fertigung, Teamangriff. Greift den Feind mit einem anderen Verbündeten an, auch geil. Und greift den Feind an und reagiert eine Runde lang mit einem Gegenangriff, wenn du angegriffen wirst. Also auch richtig gut. Und dann noch die Leaderfähigkeit, die er hat, erhöht das Angriffstempo verbündeter Monster mit Wasserattributen um 23%. Würde sozusagen also unsere Fee hier in Wasser das Angriffstempo erhöhen. So, für die anderen eher weniger nützlich, aber naja. So, was passiert, wenn er erweckt wird? Dann bekommt er hier noch was dazu. Greift den Feind an und reagiert eine Runde lang mit einem Gegenangriff. Wenn du, ach Quatsch, er ist doch schon, was brauche ich eigentlich? Naja, egal, er ist ja schon erweckt. So, also die hat er ja, wie gesagt, bekommen. Aber nochmal zu den Runen zurück. Er hat jetzt hier Zorn und Energie drin. Zorn und Energie finde ich überhaupt nicht pralle. Ich würde es komplett ändern. Ich würde Fokus nehmen und Fatal. Fatal aus dem Grund, weil man bei Fatal, beziehungsweise auch bei Energie oder Klinge, als allererstes 4 Sterne Runen farmen kann. Ich schätze mal, er schafft mit Level 16 ist er jetzt, glaube ich, noch nicht den Hellmodus irgendwie, ob das jetzt bei, wo man Energieruhen bekommt oder bei Fatal Ruhen bekommt, schafft er noch nicht. Aber wir wollen ja darauf hinarbeiten. Also wird er sicherlich schon vielleicht, ich hoffe, den Hauptmodus zumindest schaffen bei Energie und Fatal. Bei Fokus, okay, da muss er halt dann erstmal diese 1 oder 2 Sterne Runden reinnehmen. Das ist dann nun mal so, das können wir erstmal nicht ändern. Aber ich würde auf jeden Fall diese Fokus-Runden mit reinnehmen, weil das gibt mir extra ACC. Und zwar nicht wenig. Es gibt mir wirklich 20% mehr ACC, was man dann ja hier bei Info hier unten sieht. ACC ist gerade nur 3%, viel zu wenig für unseren Ikaru. Den wollen wir hochsetzen. Also, nochmal, Fokus und Fatal. So, Fatal gibt mir ja, ich glaube, 35% mehr ATK-Wert. Ja, ich würde ihn auf hier auf der 2, Arena ist erstmal vollkommen egal. Wir brauchen jetzt nicht Hammer-Mega mehr Speed oder sowas. Nein, das brauchen wir nicht. Es sollte jetzt vielleicht immer hier in den Nebenstates immer irgendwie mit Speed ein bisschen drinnen sein. Da kann man ja immer mal ein bisschen drauf achten. Also wenn man die Runen bekommt, guckt euch sie an. Macht sie vielleicht auch erstmal auf 3 oder auf 6. Hier oben. Die Aufwertungen. 3 oder auf 6. Und guckt, vielleicht habt ihr ja dann schon ein bisschen Speed drinnen. So. ACT ist sehr gut, wenn das drinnen ist. Auf jeden Fall. HP plus 41. Naja. Jetzt in dem Fall, weil es hier eine HP-Prozent-Rune ist, okay, aber wir wollen ihn ja nicht auf HP, also wäre cool, wenn es da jetzt zum Beispiel noch eine ATK-Plus drin ist oder wie gesagt Speed drin ist oder ja, irgend sowas. Halt Prozent ist halt immer besser. Restwert ist auch immer eigentlich sehr gut, weil er dann nicht so schnell zum Beispiel betäubt werden kann, weil er sich dann sozusagen dagegen wehrt. Ja, das schon mal dazu, zu den Slots, zu den einzelnen Slots. Wie würde ich die Slots verteilen? Ich würde auf die 2, wo jetzt gerade diese HP-Prozent-Rune drin ist, würde ich eine ATK-Prozent-Rune reinmachen. Auf die 4 würde ich auch eine ATK-Prozent-Rune reinmachen. Und auf die 6 würde ich eine ACC-Rune reinmachen. Wir haben ja hier gerade eine Def. Nein, auf keinen Fall. Also, ich würde ACC wegrennen. Ob das dann vom Fatal ist oder vom Fokus, egal. Hauptsache 4-mal Fatal und 2-mal Fokus. Hier in den 6 Slots. So. Gehen wir mal zum nächsten Monster. Das ist unser Hai. Beim Hai. Ist schwierig zu sagen. Er hat, wie gesagt, coole Fertigkeiten. Ich werde sie jetzt nur überfliegen, damit das Video nicht zu lange wird. Attackiert den Gegner 3-mal. Jeder Angriff besitzt eine 75% Chance, die Verteilung des Gegners für 2 Runden zu schwächen. Ist an sich genau das gleiche wie bei unserem Ikaru. Nur mit dem Unterschied, er hat hier mehr Chance für 75%. Und das ist die dritte Attacke, also man kann nicht jede Runde mit ihm angreifen, mit dieser Fertigkeit. Aber deswegen auch ACC wieder viel mit reinbringen. Ja, deswegen auch Fokus. Fokusruhen, Fokusruhen, Fokusruhen. Energieruhen sind schon an sich richtig geil, aber wie gesagt, noch 2 Fokus würde ich mit reinnehmen. Wir haben jetzt hier auf den einzelnen Slots Def raus.
ATK Plus, totaler Müll. Dev Plus, totaler Müll. Ich weiß, es ist immer anstrengend, in diesen einzelnen Dungeons hier 10-mal oder sowas die ganze Zeit das Gleiche zu spielen. Das ist mir vollkommen klar. Es macht mir selbst keinen Spaß, immer wieder das Gleiche zu spielen, zumindest früher. Jetzt ist es ja eh anders, man kommt ja da gar nicht mehr, man kommt ja nur noch bei den Drachen oder bei den Riesen. Aber für den Anfang, ich weiß, es ist ziemlich scheiße, wenn man immer nur das Gleiche spielt. Aber probiert so lange wirklich zu spielen, bis ihr da die passende Rune habt. So. Bei ihm würde ich auch eine ACC-Rune hier empfehlen, auf Slot 6, auf Slot 2 HP% und auf Slot 4 auch HP%. Das wäre mein Vorschlag, den ich da irgendwie machen würde. Also so würde ich es tun. Hier auch wieder Speed mit reinbekommen, auf jeden Fall, weil ich glaube, er ist auch nicht schlecht für die Arena. Aber das erstmal später. Es geht jetzt erstmal wirklich nur darum, dass man auch bessere Runen erfahren kann und dafür brauche ich bessere Monster. Und deswegen, ja. Aber trotzdem immer ein bisschen Speed mit reinbekommen und HP% mit reinbekommen. Und ja, das wäre das Ding. Also wie gesagt, 2 HP%, 4 HP% und 6 ACC. Yeah. So, dann weiter. Gehen wir zur Epicorn Priest. Epicorn Priest kann wiederbeleben. Epicorn Priest ist eine geile Sache, weil sie kann einerseits hier heilen und sie kann andererseits wiederbeleben. Sogar mit ganz schön 4%, mit 25% HP. Ist richtig cool, finde ich gut. Und das ist auch, Epicorn Priest ist auch einer wirklich, habe ich ja glaube vorhin schon gesagt, die man wirklich auch später braucht. Zu den Runen. Epicorn Priest. Epicorn Priest an sich, ich weiß, jetzt geht es wieder darum, dass man ja nicht jede Rune erfahren kann, wenn man halt am Anfang steht. Aber ob für irgendwann später, würde ich Epicorn Priest auf Gewalt setzen. Auf Gewalt und Energie. Ja. Auf Gewalt und Energie würde ich sie setzen, dass sie mir lange überlebt und öfters vielleicht drankommt in einer Runde. Damit sie vielleicht öfters wiederbeleben kann, beziehungsweise öfters heilen kann. Das würde ich zumindest machen. Aber jetzt erstmal für den Fall würde ich alles Energierunen nehmen. Komplett alles Energierunen. Die soll so lange überleben, wie es geht. Deswegen alles Energierunen. Kein Fatal, gar nichts. Ich würde für alles Energierunen nehmen. Für den Anfang. Auf der 2 HP%, auf der 4%. Das wäre das, was ich jetzt tun würde. Ja, auf jeden Fall. Und immer noch ein bisschen auch Speed mit reinbekommen. Wie immer. Speed, Speed, Speed. Und ja, das eigentlich schon zur Epicorn Priest. Epicorn Priest würde ich übrigens auch wirklich, warte mal, gucken wir mal, ob ich mich jetzt nicht machen wir später. Sage ich dann später. So, die Fee. Die Fee ist eine geile Sache, vor allem wenn sie erweckt ist, weil sie Leute zum Einschlafen bringen kann. Aber, wie gesagt, die Fee in Licht ist einfach besser. Aber weil wir ja jetzt nichts anderes haben zurzeit, ist sie wirklich eine gute Heilerin. Ihre Heilungskraft geht nach ihrem ATK-Wert. Deswegen muss hier überall ATK% rein. Nicht HP%, das denkt man immer, nein, hier muss überall ATK% rein. Also auf Slot 2, Slot 4 und auf Slot 6. Ja, ATK%. Und Fatal und Energie ist vollkommen okay. Wenn man was anderes will, kann man noch Fatal und Fokus nehmen. Wie gesagt, weil sie ja Leute zum Einschlafen bringen kann. Also such es dir aus, wenn du jetzt die besseren Energieruhen findest, nimm die Energieruhen. Wenn du die besseren Fatalruhen hast, natürlich gute Fatalruhen hast, dann mach die Fatalruhen rein. Einsternruhen, finde ich, lohnen sich eher weniger. Aber naja. Wie gesagt, ich weiß nicht, was du erfahren kannst. Ich weiß nicht, welchen Modus du schaffst, aber ich denke, Hard wirst du schon schaffen. Und deswegen, da gibt es schon 3-Sterne-Runen und probier wirklich alle schon 3-Sterne-Runen zu farmen und nicht deine Mana, die ja eher weniger jetzt erstmal ist, in irgendwelche 1-Sterne-Runen reinzupumpen. Farm dir wirklich diese Runen. Das dauert, ich weiß, das dauert ewig, bis man vielleicht für alle Monster, die ich jetzt hier gerade sage, die ganzen Runen hat, die man eigentlich braucht, dauert bestimmt eine Woche.
Das ist mir vollkommen klar, aber man wird schnell den Fortschritt einfach merken, ja. Es geht dann zack, 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 dann schafft man den Hellmodus, dann hat man die 4 Sterne Runen, ja. Dann kommt man die Welten weiter, bekommt mehr Kristalle natürlich, weil für jeden abgeschlossenen Hellmodus bekommt man ja auch, wie bekanntlich, 30 Kristalle. Dann ruckzuck schaffe ich eigentlich dann auch irgendwann einen riesen UG5, UG6. So, okay, UG6 etwas später, aber UG5 schafft man dann auch relativ schnell. Ja. Dann haben wir hier Inferno. Inferno, richtig geiles Monster. Eigentlich teilweise das einzige Angriffsmonster, was der T hier an sich hat. Außer noch der Höllenhund, der rechts daneben ist. Aber Inferno, richtig geiles Monster. Auf jeden Fall Inferno als Priorität setzen, als nächstes erwecken und als nächstes auf 4 bringen und vielleicht sogar als erstes auf 5 bringen. Meiner Meinung nach. Ob du es dann wirklich machst oder nicht, ist deine Sache. Also du kannst auch von mir aus erstmal den Hai zum Beispiel auf 5 bringen. Aber so einen Angreifer, sage ich mal, auf der 5 zu haben, ist schon richtig gut. Bei Inferno nur der Nachteil ist, er hat, sage ich mal, wenig Energie sozusagen. Er stirbt schnell, das ist das Blöde, aber er hat auch einen riesen starken Angriff. Die Runen, die er hier gerade drin hat, sind halt nicht gerade praktisch, weil er hat jetzt hier 6-mal Fatal drin. Ja? Total unpraktisch. Wir brauchen hier auf jeden Fall entweder noch Fokus oder noch mal eine Energierune. So, was haben wir hier für Fertigkeiten? Greift einen Feind mit einem starken Hieb an. Bei einem kritischen Treffer wird dein Angriffsbalken um 30% erhöht. Okay, da bräuchten wir jetzt zum Beispiel wieder Klinge, damit die Crit-Rate höher wird. Okay, greift alle Feinde an und reduziert ihre Verteidigung 2 Runden lang mit einer Chance von 70%. Das ist das, was ich meinte mit dem Fokus, weil wir brauchen wieder Acetylcholin. In der erweckten Form kriegt er auch noch eine Fertigkeit, betäubt den Feind mit einem riesigen Meteor und fügt 3 Runden lang den Rest des Feindes kollektiven Schaden zu. Deswegen auch Fokus. So, jetzt zu der Sache. Wir brauchen Runen. Wir brauchen Fatalrunen und wir brauchen Fokus. Ich würde trotzdem dabei bleiben, hier bei Fokus und bei Fatal. Auf Slot 2 würde ich ATK% setzen, auf Slot 4 ATK% setzen und auf Slot 6 auch ATK% reinsetzen. In den ganzen Nebenstates brauchen wir hier bei ihm ACC auf jeden Fall und wie wir auch gerade gelesen haben, Crit-Rate. Crit-Rate ganz wichtig, ja. Also probiert hier wirklich auch Crit-Rate mit reinzubekommen. Hier wie HP% sollte jetzt von mir aus ACC plus 3% stehen oder wie auch immer. Und hier drunter dann vielleicht Crit-Prozent. Ich weiß, es ist ziemlich schwierig, da irgendwie die passenden Runen zu finden, aber ich habe da tierisches Vertrauen, dass das irgendwie was wird. Denkt halt dran, die Nebenstates sind wirklich sehr wichtig. So, der Höllenhund. Höllenhund hat, wenn er erweckt ist, auch eine geile Fertigkeit, er setzt den Angriff hoch. Ist eine geile Sache. Ich bin kein Fan vom Höllenhund, ja? Aber er kann ja mein Leben auch zur Hölle machen, indem er von den ganzen Verbündeten erstmal den ATK-Wert erhöht. Ja, für den Anfang jetzt, weil wir ja auch nicht so viele gute Monster, sag ich mal, haben, ist Höllenhund gut. Und zu den Runen würde ich Portal und Klinge wählen. Klinge hier an sich ist ja schon wichtig. Gut, Crit-Rate, weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt nötig ist und Death ist auch nicht nötig. Hier brauchen wir ATK% auf Slot 6, auf Slot 4 ATK% oder man bleibt natürlich bei Crit-Rate, aber ich würde auch am Anfang wirklich, Fatal ist die beste Lösung, weil da kann man am Anfang einfach die besten Runen formen. Bei den anderen Dingern, das kann man alles später machen. Man kann den später noch auf Zorn oder Klinge bringen. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Man kann auch noch später auf Gewalt bringen. Auch wenn ich nicht glaube, dass der Höllenhund dann so lange existiert bei ihm. Weil Höllenhund ist an sich ein gutes Monster für den Anfang. Aber für später, da gibt es noch andere gute Monster, wie Shannon oder so. Shannon, sehr geiles Monster, sage ich mal, um den ATK-Wert und den Death-Wert hochzusetzen. Aber hier, falls, was du ja wolltest, Runenvorschläge, würde ich wirklich hier Fatal und Klinge wählen. Und überall ATK% reinsetzen. So, der Rest der Monster ist an sich erstmal Nebensache. Würde ich am Anfang wirklich für Opfer benutzen. Ich würde hier den Teufelsjäger auf 4 bringen, den Huger auf 4 bringen, den Ralf auf 4 bringen, den auf 4 bringen, den Minotaurus und würde damit dann schon mal mein erstes 5-Sterne-Monster machen. Wie gesagt, meiner Meinung nach natürlich der Entfernung.
ist eine coole Sache. Wenn du aber dann sagst, okay, ich will jetzt aber ein 5-Sterne-Monster haben, welches nehme ich jetzt, würde ich dir empfehlen, entweder den Hai oder hier deine Epikon-Priester. Aber ich bin eher für den Hai. So, genau. Und wie gesagt, Priorität für dich, Inferno. So, aber eine andere Sache. Mir ist halt aufgefallen, dass du von den Secret Dungeons keine Monster hast. So, was sind Secret Dungeons? Gehe ich mal wieder zurück auf meine Seite. Secret Dungeons. Man kann ja, wenn wir jetzt zum Beispiel, gucken wir mal hier bei Item Drop Info, kann man zum Beispiel hier bei Licht, Dunkelheit, Feuer, Wasser und Wind Monster erfahren des jeweiligen Attributs. So, zum Beispiel bei Licht. Super Monster ist bei Licht, zeige ich, was man immer jeden Sonntag erfahren kann, ist hier Bella. Belladeon. Belladeon, ein Top-Monster, was jeder von euch erfahren kann. Würde ich jedem empfehlen und das ist auch ein Monster, was sich lohnt, auf 6 Sterne zu bringen. Nächstes Monster wäre hier Ammann. Ammann kann man auch jeden Sonntag erfahren. Kein Problem. Ist ein guter Heiler an sich, für den Anfang sehr gut zu gebrauchen. Weiter, Darion. Darion, auch gutes Monster, kann man auch jeden Sonntag bei Secret Dungeons erfahren. Also Geheim Dungeons, ne? Deutsch. Ja, kann man halt immer erfahren. So, wie kann ich da am besten welche finden? Entweder ich spiele selbst, jetzt sage ich mal Halle des Lichts, oder ich lasse spielen und gucke den ganzen Tag hier oben bei Chat, gucke den ganzen Tag, kommt jetzt hier irgendwann mal ein geheimer Dungeon. Wenn da ein geheimer Dungeon kommt, guckt euch hier vorne, den Namen an, zum Beispiel jetzt stellen wir uns jetzt mal vor, Trick Z, also Tricks, hat jetzt einen geheimen Dungeon gefunden. Bla bla bla, steht dann da. Dann geben wir hier bei Community Freunde hinzufügen, den Namen ein. Anfrage. Schicken die Anfrage raus und hoffen und beten, dass er uns annimmt. Danach gehen wir wieder auf unseren Kairos Dungeon, auf geheimen Dungeon und hoffentlich ist da der Ino oder der Ammann oder der Vagabund drinne. Oder natürlich der Yeti in Dark oder wie auch immer, was ihr auch braucht. Kann hier drinne sein. Auch Shannon kann da drinne sein, ja. Shannon kann ich auch zeigen. Kriegt man auch oft bei den unbekannten Schriftrollen. Auf jeden Fall behalten, ist kein Müll. Ist es Shannon? Wo ist Shannon? Ah, hier ist Shannon. Shannon sieht so aus. Und auf jeden Fall behalten. Shannon, wo sie noch nicht erweckt war, damit man das vielleicht besser sehen kann, sieht so hier aus. Elfer. Also, unbekannte Schriftrollen oft zu finden. Und auch in den Secret Dungeons gibt es sie auch. Kann man auch oft finden. Kann ich jedem empfehlen. Hat eine gute Fertigkeit, setzt den Angriff und die Verteidigung hoch. Also, top. So. Wen kann man an sich noch bekommen? Ja, man kann zum Beispiel hier den Rauk, unseren Ino in Feuer, kann man hier auf Kampf, hier drüben bei Vulkan von Fayman bekommen. Man sieht ja hier oben immer, wenn man hier zum Beispiel oben auf Drop-Info geht, Ino, Gami, 3 Sterne, alles klar, dass man den da erfahren kann. Wenn man also oft das spielt, kann es auch gut sein, dass wir hier einen Ino-Gami bekommen. Ja, gut. Ino Gami Feuer ist ein Top-Monster für die Arena, für allgemein alles. Ich bin ein sehr großer Ino-Fan, auch wenn meiner noch gar nicht so hoch gepusht ist. Das ist aber gar nicht schlimm. Ich sehe es immer bei anderen, beziehungsweise von einer Freundin, dem Account zum Beispiel. Die hat einen Ino, einen sehr guten Ino, und der haut richtig rein. Genau. Also, das wäre auch sehr nützlich. Und dann, was mir aufgefallen ist, wegen dieser Fee in Licht. Muss ich mal kurz gucken, wie das nochmal war. Hier. Glaube, genau. Das war hier. Nein, das wollen wir jetzt gerade nicht. So, genau. Hier kann man sehen, wenn man, ich glaube, das hat er halt noch nicht gemacht,
wenn man 5 Freunde, sage ich mal, hier einfach anklickt bei Facebook, bei seinem Account, kriegt man 10.000. Wenn man 10 Freunde hier unten anklickt, kriegt man 100 Energie. Wenn man 30 Freunde anklickt, kriegt man 100 Kristalle. Und wenn man hier 50 Freunde, sage ich mal, hier angeklickt hat, kriegt man dieses seltene Monster. Und das ist unsere Philosophie im Licht. Hier im Licht wirklich gut zu gebrauchen, deswegen T macht das. Also Till. T, wie auch immer. Mach das und besorg dir dieses Monster. Ich weiß, es geht den Leuten immer ziemlich auf den Pilz, wenn dann so eine Anfrage kommt. Ja, Spielanfrage bla, Spielanfrage da. Ich weiß, aber im Endeffekt wollen die Leute ja auch nur weiter in ihrem Spiel kommen. Deswegen, ich klicke das immer einfach nur weg, wenn irgendwelche Spielanfragen kommen. Ist mir doch egal, dann sollen die kommen, naja, dann sind sie kurz da oben, ja, unten habe ich kurz drauf geklickt und gut ist gewesen. So, so kann man also noch dieses Monster hier erformen. Sehr gute Variante. So, wie ich halt weitermachen würde, ich würde mir wirklich am Sonntag, jetzt diesen Sonntag, mir dieses Monster besorgen, was ich halt brauche. Und, also Inu, ich würde anfangen mit Inu oder Aman. Eins von den beiden würde ich probieren zu erformen. So. Das wäre es eigentlich auch schon gewesen im Grundteil. Falls ich irgendwas vergessen habe, falls zum Beispiel Tier noch irgendwas wissen möchte, sondern kann er mich anschreiben oder unten bei den Kommentaren drunter schreiben. Falls jemand anderes eine Anmerkung hat oder sowas, kann er auch unten drunter schreiben. Ich sage nur ganz kurz nur noch dazu, das ist meine Meinung, wie ich es irgendwie vorantreiben würde. Ja? Das sind keine Runenvorschläge für irgendwann später, weil man später kann man bessere Runen erfahren, das kann man aber jetzt noch nicht. Deswegen sind das jetzt gerade meine Runenvorschläge, die ich machen würde. Bam. Genau. Das war es eigentlich auch schon zum Video, ist eigentlich schon lang genug. Aber ich wollte halt diese Grunddinge auch erstmal erklären, wie die Fertigkeiten sind und hupp und hupp. So. Ich hoffe, es hat euch an sich ein bisschen gefallen und T hat irgendwie ein bisschen was davon mitgenommen. Am besten einen Zettel schreiben, ja. So wie ich jetzt, sage ich mal, hier ein paar Daten draufgeschrieben habe, die man halt mal so braucht. Kann er sich ja hier die Runen aufschreiben, kann er hier schreiben, Ikaru, alles klar, braucht Fokus und Fatal. Ich brauche noch eine ATK-Prozent-Rune, ich brauche noch eine ATC-Rune, ich brauche noch dies und streiche das immer ab, wenn er es hat. So habe ich es gemacht, so haben es andere gemacht und so kommt man auch am besten weiter und vergisst nichts. Was ich nochmal dazu sage, morgen nicht vergessen, Runen kostenlos abruhen. Ja, nicht, dass ich es vergesse. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, ein warmes Wochenende, ein sonniges Wochenende. Ich werde jetzt auch rausgehen und mal ein bisschen die frische Luft genießen. Hier links neben mir ist das Fenster, richtig gut, weil man sieht die ganze Zeit die Sonne, richtig Deluxe. So, bis später und bis später, Dentchen!